Guten Tag, mein Name ist Eva. Ich bin Trainerin hier im Pilates-Zentrum Dortmund und ich gebe jetzt gerade eine kleine Sequenz mit dem Magic Circle mit der Kerstin. Dafür stellst du dich erst einmal mit den Füßen hüftbreit und parallel auf deine Matte oder einfach auf dem Boden, greifst den Ring an den Griffen in den Handballen genau und streckst die Arme lang nach unten und senkst die Arme erst einmal auf deine Oberschenkel oder auf deine Hüfte ab. Genau. So, schließ erstmal einen kleinen Moment die Augen, komm erstmal mit deiner Aufmerksamkeit zu dir und überprüf erstmal deinen Stand. Guck mal, dass du das Gewicht ganz gleichmäßig auf dem rechten und auf dem linken Fuß hast, auf der Innenseite und auf der Außenseite, sowie auf den Ballen und auf der Ferse. Die Zehen sind lang und weit. Und dann schieb deine Füße mal in den Boden, zieh den Scheitel Richtung Decke und richte deine Wirbelsäule lang auf. Sehr schön. Spür erstmal dieser Länge nach in deiner Wirbelsäule und im Gegensatz zu dieser wunderschönen Aufrichtung lass deine Schulterblätter entspannt nach unten sinken, die Schlüsselbeine lächeln. Nimm hier erstmal ein paar Atemzüge, atme durch die Nase ein, durch den geöffneten Mund wieder aus. Mit jeder Einatmung stell dir vor, dass du immer mehr zur Decke ziehst mit dem Scheitel. Mit jeder Ausatmung komm immer mehr in deine Zentrierung. Zieh die Bauchdecke Richtung Wirbelsäule. Nimm noch zwei so schöne Atemzüge. Gut. Spür die Weite auch zwischen deinen Schulterblättern. Und dann öffne gerne wieder die Augen oder halt sie geschlossen, wie du dich wohler fühlst. Atme noch einmal vorbereitend ein mit dem Ausatmen. Zieh die Schulterblätter tief nach unten, gebe etwas Druck in den Ring und hebe die Arme auf Brustbeinhöhe an. Und einatmen wieder runter. Mach das ein paar Mal. Schulterblätter ziehen tief, der Hals ist ganz lang,